Wir schließen die Serie ab mit dem letzten Medium Coeli und das ist dieses Mal der Widder. Also hast du den Medium Coeli im Zeichen des Widders, dann ist dein Immun Coeli im Zeichen der Waage. Und das ist grundsätzlich im Horoskop festgelegt. Und wenn du jetzt grundsätzlich auch gar nicht weißt, wovon ich eigentlich rede, was ist der Midheaven, der Medium Coeli oder das Medium Coeli, ist der höchste Stand der Sonne zur Zeit deiner Geburt und impliziert halt sowas wie auch deine Karriere, mögliche Sachen, dein öffentliches Bild. Und ich habe dazu mein Introvideo gemacht, also schau es dir gerne mal an. Da erkläre ich alles und hier gehen wir eigentlich schon direkt drauf ein, um was es sich eigentlich handelt, wenn du diesen Medium Coeli hast. Und ich gehe nämlich immer zuerst erst auf den IC ein, weil das ist total wichtig zu verstehen, woher wir kommen. Der IC markiert dein viertes Haus und das ist dein Zuhause und auch vor allem deine frühe Kindheit. Und ich habe grundsätzlich in diesen Videos immer eigentlich eher negative Aspekte angesprochen, weil es darum geht, vor allem Herausforderungen zu erkennen in der eigenen Kindheit, die vielleicht dazu geführt haben, dass du vielleicht so bist, wie du heute bist. Oder vor allem, warum du zum Beispiel ein öffentliches Bild anstrebst, also was deine Motivation dahinter ist. Und oftmals sind eben auch diese Herausforderungen, die uns dazu bringen, uns zu verändern oder es im Leben später besser machen zu wollen. Und die Waage am IC zu haben, ist grundsätzlich auch wieder nicht so eine Energie, wo sie eigentlich gerne ist. Weil eigentlich ist das so, dein Immun Coeli, da geht es um dich, um deine Bedürfnisse. Und die Waage ist aber jemand, die eigentlich sehr auf die Bedürfnisse von anderen Leuten achtet. Und das birgt natürlich eigentlich, glaube ich, gerade als Kind viel Verwirrung, weil man selber eigentlich immer aufs Außen fokussiert ist. Und dort vielleicht im negativsten Sinne die Erfahrung gemacht hat, dass die eigenen Bedürfnisse nicht so wichtig sind oder die eigenen Emotionen. Also du kommst aus einem Haushalt oder aus einer Familie oder einer Struktur, wo irgendwie immer alles so waagemäßig, alles war nett, alles war pretty, aber auf der Oberfläche. Also vor allem dieses, wir müssen den Schein bewahren und dann kann es natürlich passieren, dass man innerhalb der Familie sagt, nee, das, was jetzt gerade, hier ist alles in Ordnung, hier ist nichts. Oder wenn du Bedürfnisse angebracht hast, dann war das so ein bisschen so, naja, kannst dich jetzt aber nicht einfach nur in den Vordergrund stellen. Also solche Dinge, die einen als Kind, glaube ich, vor allem, ja, was mit einem machen. Vielleicht hast du selber die Erfahrung gemacht, dass einfach, ja, ihr alle gleich behandelt wurde zu Hause. Also du hattest mehrere Geschwister und du wurdest jetzt nicht besonders hervorgehoben. Oder hattest auch das Gefühl, eine gewisse Eigenständigkeit wurde auch unterbunden. Also wo ich gesagt habe, dass es auch schnell dieses Everything is nice, alles ist okay. Dass du auch manchmal das Gefühl hattest, dass deine Emotionen, die du aber zum Beispiel zu bestimmten Situationen hattest, nicht gewürdigt wurden und keinen Raum hatten. Also auch so manchmal dieses Gefühl, vielleicht ausgeschlossen worden zu sein, wenn man eigentlich das Gefühl hat, hier ist doch irgendwas im Busch und keiner redet drüber. Das heißt, ich finde, die Waage am IC kann zum Beispiel in so einer eher nicht so negativen Ausprägung oder mit negativen Erfahrungen so sein, dass man auch keine Coping-Mechanismen lernt, dass man halt nicht lernt, eigenständig zu sein, selbstständig zu sein, sich selbst an erste Stelle zu stellen, weil es einfach immer darum geht, wie geht es den anderen? Was ist für alle gut? Wie wirkt das auf andere? Also solche Dinge schränken ja massiv ein, wenn man immer merkt, okay, ich muss immer gucken, wie es den anderen geht. Nur dann, nur darüber kann ich vielleicht auch selber mich gut fühlen. In den anderen MC-Videos habe ich auch nie es angesprochen, dass ja dein MC ein Winkel oder ein Eckpunkt ist in deinem Horoskop, der vor allem durch deinen Aszendenten bestimmt wird. Und in der Regel ist es so, wenn du kein eingeschlossenes Tierzeichen hast, dann hast du den Aszendenten Krebs und das beeinflusst natürlich dein komplettes Horoskop, weshalb du zum Beispiel auch IC Waage hast. Das heißt, du hast deinen Aszendenten Krebs und der ist ja sehr emotional. Und da ist eigentlich, ja, da fängt es auch an, dass diese Energien alle ein bisschen verschoben sind und sich alle nicht ganz so harmonisch in diesen Häusern ausdrücken können. Das heißt, eigentlich bist du ein sehr sensibler Mensch als Aszendent Krebs, hast aber zum Beispiel die Erfahrung in der Kindheit gemacht, dass diese irgendwie nicht an erster Stelle kommen, sondern dass die Bedürfnisse von anderen als erstes kommen müssen. Heute ist es aber auch so, dass man ja grundsätzlich sagen kann, was man zu Hause gerne mag oder braucht, aufgrund dieser Erfahrungen zum Beispiel. Das heißt, du bist jemand, der auch einfach sehr harmoniebedürftig ist, der eine gewisse schönes Umfeld zu Hause auch braucht. Und Fairness ist ja auch einfach ganz, ganz wichtig. Und das ist ja auch immer, dass der MC und der IC sind so eine Entwicklungsachse auch in deinem Horoskop. Und ich beschreibe es gerne als Baum. Und der IC sind deine Wurzeln. Und das ist das, worauf du baust. Und mit der Waage sind deine Wurzeln einfach die der Gleichberechtigung und Harmonie. Aber auch der Schönheit. Also Venus regiert die Waage.
Das ist das, worauf du baust. Und das ist das, was eigentlich etwas ist, was du mitnimmst in dein ganzes Leben und in deiner Entwicklung. Ich sag mal, ab 2030 fangen wir an, uns in der Außenwelt auch zu bewegen und ein öffentliches Bild auch anzustreben. Den Widder am Medium Coeli zu haben, bedeutet einfach für dich vor allem, dass du versuchst, im Außen jemand zu sein, der sehr selbstständig ist, der sehr eigenständig ist und der vor allem auch für sich selbst kämpft und für sich selbst einsteht. Das ist so ein etwas, der Medium Coeli ist etwas, was du anstrebst. Also es ist nichts, was dir natürlich, was Teil deiner Person ist, sondern es ist ein Teil deiner Persönlichkeit oder deiner öffentlichen Person, die du dir aneignen möchtest und wie du möchtest, dass andere Leute dich auch sehen. Und aufgrund der Erfahrung, die man zum Beispiel psychologisch so sehen würde, dass du vor allem in deinem eigenen familiären Umfeld eben nicht dieses starke Ich-Gefühl oder Individualität hattest, ist es etwas, was du im Außen dadurch anstrebst. Und eigentlich ist es aber so, mit der Waage am IC ist das sicher etwas, was dir einfach nicht so leicht fällt. Also es ist nicht, ich glaube, das ist nicht das, dass man sagt, der Widder MC ist das, was total easy ist, weil der einfach tut und macht, sondern nein, auch dieser Medium Coeli ist sehr aufs Außen bedacht, einfach aufgrund dieser Wurzeln, dieser bestimmten Harmoniebedürftigkeit auch. Also das ist wirklich ein Bestreben, was eine Entwicklung oder eine Evolution vor allem für dich selbst auch darstellt, die dir wahrscheinlich nicht so leicht fällt. Und ich sag mal auch so, es gibt auch, glaube ich, oftmals dieses Gefühl, ja, die Familie auch dabei befriedigen zu wollen. Also bevor du sozusagen dich selbst öffentlich durchsetzen möchtest oder deinen eigenen Karriereweg einschlägst, bist du jemand, der wahrscheinlich erstens sehr oft und sehr viel darüber nachgedacht hat, bevor er überhaupt ins Handeln kommt. Und ja, vielleicht auch immer das Gefühl hatte, er müsste die Familie irgendwie dabei mit einbeziehen oder beachten. Aber du lernst auch, dass du verstehst, dass eigentlich nur du das machen kannst und dass du das alleine machen kannst und dass nur das dich auch erfüllt. Das Medium Coeli heißt es ja eigentlich. Ich sage es immer falsch, es ist mir auch aber eigentlich egal. Und ich glaube, ihr nehmt es mir auch nicht übel. Der zeigt dir ja auch so eine gewisse Reputation an. Also das, wie du nach außen hin wirkst, wenn du zum Beispiel auf die Arbeit kommst, also in deinem Arbeitsumfeld. Wie Leute dich wahrnehmen, wie die Masse dich wahrnimmt. Und mit dem Widder ist das schon so, dass du recht, ja, vielleicht selbstbewusst drüber kommst, aber vor allem auch ja eher ich-bezogen, egoistisch, vielleicht schon fast aggressiv, weil du ja einfach eine gewisse Autonomität auch anstrebst im Außen. Und das ist Leute, was Leute wahrnehmen. Aber die wissen ja zum Beispiel nicht, dass du eigentlich zu Hause jemand bist, der total harmoniebedürftig ist. Und ich glaube, grundsätzlich ist das einfach etwas, was du nicht unbedingt verstecken kannst. Also der Widder kann eigentlich sich selbst irgendwie gar nicht richtig verstecken, weil er es nicht so, weil er es sehr intuitiv macht, was er tut im Außen. Die Steinbock-Energie ist eigentlich eine, die sehr gefasst ist, sehr kontrolliert, sehr fokussiert auf das, wie sie auf andere wirkt. Und der Widder, die Energie am 10. Haus, ist eigentlich ganz anders. Die ist wirklich dieses eher impulsive, eher handeln, eher aus dem, was halt kommt. Deswegen ist es oftmals was, glaube ich, was für einen selbst ja, manchmal schwierig ist, auch in dem eigenen Konflikt zu stehen, weil ihr gewisse Anerkennung im Außen sucht. Jedem MC kann man ja auch so gewisse Eigenschaften ablesen. Das verändert sich natürlich für dich in deinem individuellen Horoskop natürlich. Auch ganz stark natürlich, welche Energien im 10. und 4. Haus für dich sind, Planeten oder auch am IC oder MC. Für dich selbst kannst du natürlich schauen, wo hast du denn Mars, das ist der Herrscherplanet des Widders, in deinem Horoskop stehen. Das gibt dir vielleicht mehr ein Blick darauf, wie du denn zum Beispiel deine Karriere anstrebst, auf welche Art und Weise. Aber deine Eigenschaften mit dem Widder am MC sind ja vor allem, ja, sehr gute Führungsqualitäten. Also Widder ist ein kardinales Tierzeichen. Das sind die, die gerne das Zepter in die Hand nehmen, und zwar sofort. Und dadurch sind Leute ja auch oftmals, ja, sag ich mal, auch Leute sind davon angezogen, also fühlen sich angezogen zu dir, weil das ein gewisser Charme hat, also diese gewisse, die gewisse vielleicht sogar Impulsivität ist natürlich sehr individuell, aber dieses Ich mach das jetzt, das spricht Leute an und Leute folgen dir gerne und vertrauen dir gerne, weil du eine gewisse selbstbewusste Ausstrahlung hast, die du da an den Tag legst. Und deswegen gibt es ja auch so ein gewisses Arbeitsumfeld, was man dir zum Beispiel zuschreiben würde. Und für dich wäre es total wichtig mit dem MC Widder, weil du zum Beispiel jemand bist, der zu Hause schon sehr stark darauf guckt, wie es allen geht und grundsätzlich jemand bist, der sehr harmoniebedürftig im Inneren ist. Suchst du im Außen eigentlich einen Job, wo du vor allem führen kannst, wo du die Führung übernimmst und wo du sozusagen Leuten sagen kannst, du musst das machen, du musst das machen und den Überblick hast und nicht irgendwie ständig alles 15 Mal überdenken musst,
sondern da geht es wirklich darum, du brauchst ein Arbeitsumfeld, wo du selber sozusagen entscheiden kannst und ja, am besten eben führen kannst. Also ein selbstständiger Job, also grundsätzlich etwas, wo du viel Freiheiten hast und wo dir niemand Regeln vorschreibt, sondern am besten du deine eigenen Regeln schreiben kannst. Und ich gebe ja auch gerne so mögliche Berufsvorschläge, was Leute, glaube ich, immer am liebsten wollen, dass ich sage, das ist dein Job. Das hängt aber auch von dir und deiner Person ab und was dein Horoskop selber vielleicht noch mehr als Potenzial in dir birgt. Aber grundsätzlich ist der Widder jemand, der ja, selbstständig ist und ein sehr körperbetontes Tier auch ist, wenn du dir einfach die Energie vorstellst. Also das sind auf jeden Fall, ja, Entertainer, Anführer, beziehungsweise Leaders. Also jegliches Leadership kannst du dir vorstellen, das kannst du machen. Aber auch wirklich dieses, wo du als Person und deine Individualität ausstreben kannst. Das hat schon auch sowas, finde ich, ähnlich dem Löwen, wo du, ja, zum Beispiel der Athlet ist erfolgreich wegen seiner Fähigkeiten, wegen dem, was er an den Tag bringt, wegen dem, was er ist, ein Sportler, einen sportlichen Körper hat. Also auch ein Schauspieler ist eben genau das ist dein Beruf, weil du mit deinem Körper das machst. Also weil du das mit deiner Person und deiner Individualität mit dir bringst. Das ist nicht was, wo man sagt, du bist der klassische Buchhalter, weil Zahlen, du kannst gut mit Zahlen umgehen und die Zahlen drücken deine Individualität aus. Das ist eigentlich nicht das, was so bei rumkommt. Also verstehst du, was ich meine? Du brauchst einen Job, der dir hilft, deine eigenen Fähigkeiten und deine eigene Person sogar zu finden, wo du sagst, das mache ich, weil ich ich bin und weil ich das kann und weil nur ich das so machen kann. Und jetzt habe ich so viel gesagt und so viel Motivation und so viel Energie vom Widder, aber die Realität ist, ich hatte es schon angesprochen, das ist eigentlich auch wieder nicht so eine, nicht etwas, was vielleicht dir so natürlich vorkommt. Und wenn du das Gefühl hast, du spürst das für dich noch nicht so, dann bin ich ja auch immer jemand, der sagt, dann musst du zum Beispiel grundsätzlich im Horoskop immer deinen Ausgleich suchen. Wo ist denn dein Ausgleich? Und das ist bei dir die Waage, der IC, also zurück zu deinen Wurzeln zu kehren, weil du musst ja eine stabile Wurzeln haben, um überhaupt wachsen zu können und irgendwann später Früchte zu tragen in deinem Haus. Hallo, das ist mein Kätzchen. Und mit der Waage heißt es auch einfach, du musst wieder zurückkehren. Und grundsätzlich denke ich mir, ist es erstmal ein Luftzeichen und die Waage überdenkt gerne. Das heißt, wahrscheinlich bist du jemand, der sowieso grundsätzlich viel sich Gedanken macht und immer überlegt und immer alle Optionen durchlegt, abwiegt. Mach das. Mach dir gerne, geh dir zurück, mach dir eine Liste, mach dir vielleicht auch 10 Listen, überlegst dir. Aber was du auch machen solltest, und das ist immer etwas, was Luftzeichen tun sollten, ist meditieren. Und das sage ich, weil es dir hilft, vor allem, glaube ich, zu ordnen, was du unter diesem ganzen Chaos spürst. Weil das ist nicht so, dass. Es kommt dir nicht als erstes, als intuitiv in den Kopf, was du fühlst, was du willst, was du brauchst, weil du immer aus außen orientiert bist. Also kannst du vielleicht für dich selber schauen, okay, komme ich zurück, mach mir Gedanken, was will ich, was spüre ich, oder wenn sich dieses ganze Chatter erstmal gelegt hat, Chatter, also nicht der Käse, sondern dieses Chatten, also Talken. Du weißt, was ich meine. Und dann kannst du wieder, wenn du deine Gedanken sortiert hast, ins Außen gehen und diesen schönen Medium Coeli anstreben. Weil am Ende des Tages ist jeder Medium Coeli etwas, wo du deiner Berufung folgst. Eine Erfüllung, die du brauchst, damit du wirklich das Gefühl hast im Leben, das habe ich geschafft und das war das, was ich geben wollte, was ich der Menschheit hinterlassen wollte. Das ist dein 10. Haus, deine Legacy. Und mit dem Widder möchtest du eigentlich der Welt gezeigt haben, dass du eine eigene Person bist. Dass du, egal wie emotional hast du den Krebs oder harmoniebedürftig, ne, IC-Waage, oder vielleicht auch, du bist ja Steinbock, Deszendent, also auch das beeinflusst dich ja alles. Aber im Außen willst du jemand sein, der es alleine geschafft hat und der es für sich gemacht hat und nicht für andere, weil du gerne immer dich auf andere guckst. Ist das eigentlich etwas, was deine größte Erfüllung ist? Ich habe es alleine geschafft und ich habe es für mich gemacht. Und ich hatte auch Spaß dran. Also das ist ganz wichtig auch. Der Widder hat gerne Spaß und folgt einfach seinem Herzen. Also ich hoffe, das hat dir erstmal ein bisschen Inspiration gegeben für deinen möglichen beruflichen Weg oder vor allem auch das, wo du vielleicht selber deine eigene Kindheit nochmal irgendwie überdenken kannst. Wenn es dir gefallen hat, lass es mich gerne unten in den Kommentaren wissen und sag mir auch vor allem, was du vielleicht arbeitest oder wie leicht es dir eigentlich fällt, diese Energie für dich überhaupt zu beanspruchen.
Ich freue mich auf jeden Fall und bis ganz bald.